Guten Abend und hallo. Ich freue mich sehr, Sie und euch heute bei der letzten Veranstaltung der Europawoche der Bayerischen Grünen und mir zu begrüßen zu unserer Veranstaltung Europa und die Kommunen, wie die EU Städte und Kommunen stärken kann. Und heute mit dabei, ich freue mich wirklich sehr von ganzem Herzen, sind zum einen die zweite Münchner Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und Belit Onay, der Oberbürgermeister von Hannover. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich wirklich sehr. Und ich stelle mich Ihnen und euch auch noch ganz kurz vor. Ich bin Henrike Hahn, Bayerische Grüne Europaabgeordnete, bin Mitglied im Industrieausschuss und auch stellvertretendes Mitglied im Haushalts- und Wirtschaftsausschuss, industriepolitische Sprecherin, aber natürlich als Bayerische Europaabgeordnete für viele, viele Themen zuständig vor Ort. Und wie wir alle wissen, heute ist Europatag und Europapolitik beeinflusst unser Leben in allen Bereichen, von Corona bis Klima, von Agrar bis Industrie, von Kultur bis Finanzen. Und deshalb haben die Bayerischen Grünen und ich in dieser Woche eben viele spannende Gäste eingeladen, um darüber zu sprechen, was grüne Europapolitik für die EU, für Deutschland und für Bayern bedeutet. Und da freue ich mich eben ganz besonders, Sie und euch auch heute zu Hause am Bildschirm dabei zu begrüßen. In dem letzten Webinar dieser Europawoche werden die Städte und Kommunen im Mittelpunkt unseres Gesprächs stehen. Wir werden uns fragen, was die EU für Städte und Regionen bereits tut, was sie noch besser tun kann in der Zukunft. Und da freue ich mich natürlich, euch zu begrüßen, liebe Katrin. Ich erzähle ein bisschen, stell dich vor, eigentlich kennen wir dich alle, aber trotzdem, du bist zweite Bürgermeisterin eben in München und bist ausgebildete Bankkauffrau, studierte Betriebswirtin, Wald- und Wildnispädagogin, warst Stadträtin und eben seit Mai 2020 zweite Bürgermeisterin. Wir kennen uns schon eine ganze Weile zu wirtschaftspolitischen Themen bei den Bayerischen Grünen, eigentlich von der ersten Stunde an, seitdem ich bei den Grünen angefangen habe, meine erste Stadtversammlung, du warst dabei. Deswegen freue ich mich von ganzem Herzen, dass du dabei bist. Und natürlich auch Belit Onay, Oberbürgermeister von Hannover. Ich habe es gerade schon mal gesagt, bevor die Veranstaltung begonnen hat. Wir haben uns in München, in Bayern wahnsinnig über deine Wahl gefreut. Da waren wir sehr stolz, auch von der Ferne aus. Und du bist Stadtrat für die Grünen in Hannover, hast eben also lange Erfahrungen darin gehabt und warst eben von 2013 bis 2019 Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, wie sich da bei dir auch die Erfahrung kumuliert. Da freuen wir uns sehr auf deine Ausführungen. Und dann haben wir noch Leon Eckert dabei, der die Runde moderieren wird. Leon ist Kommunalreferent für die Grünen Bayern, hat auch ganz viel Erfahrung in der Kommunalpolitik und kandidiert jetzt auf einen aussichtsreichen Platz für den Deutschen Bundestag. Und bevor ich an den Leon übergebe, möchte ich ganz kurz noch ein paar technische Hinweise geben und ein paar Ausführungen noch machen zur Europaperspektive. Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr heute hier seid, mithört und zuschaut und möchte euch an dieser Stelle auch ganz gerne ermutigen, fleißig mit zu diskutieren, gerne eben auch schon während des Gesprächs und während der Vorträge. Und dafür gibt es rechts oben in der Ecke eine F- und A-Sektion, Fragen und Antworten, in der Sie oder ihr Fragen schreiben könnt. Und wir werden natürlich versuchen, die zu beantworten und aufzunehmen. Wenn es technische Probleme gibt, diese dann gerne in den Chat schreiben. Und außerdem gibt es natürlich noch den technischen Hinweis, dass wir das Webinar aufzeichnen. Es wird dann auch im Nachgang auf YouTube hochgeladen werden, damit wir das alle im Nachhinein auch nochmal anschauen können. Eine ganz kleine Anführung, ich verspreche, ich beeile mich, damit wir gleich zu den spannenden Gästen kommen. Was tut die EU für Städte und für Kommunen? Nach Einschätzungen des Europäischen Ausschusses der Regionen haben ungefähr 70% aller Rechtsakte der EU direkt oder indirekt Auswirkungen auf die Kommunen. Und die EU fördert in allen 27 EU-Staaten verschiedene Projekte und Programme, zum Beispiel für die regionale Stadtentwicklung, für die Beschäftigung und soziale Eingliederung, die Landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen Raums, Forschung und Innovation. Und über die Gelder wird in Brüssel entschieden. Das machen wir auch unter anderem im Europäischen Parlament. Und der größte Teil der EU-Fördergelder wird aber innerhalb der EU-Staaten selbst verwaltet. Und die Auswahl der EU-geförderten Projekte erfolgt in der Regel auch in den Bundesländern. Das heißt, europäische Politik hat also Einfluss direkter Art auf kommunale Politik natürlich. Und indem wir beim Ausgeben von Steuergeldern soziale und ökologische Standards setzen, Verbraucherschutz berücksichtigen, die Regeln des EU-Binnenmarkts berücksichtigen, also Stichwort Wettbewerbs- und Vergaberecht, oder auch eben durch EU-Handelskommen, findet es natürlich direkte Anwendung darauf.
dann wirklich auch Beispiele, die auch im Grunde jeder ein bisschen kennt. Europäisches Recht hat Einfluss auf das Personalwesen, das Abfallrecht, die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen, Wirtschaftsförderung und Vergabewesen, aber auch Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Und klar ist, da werden wir bestimmt heute noch drauf zu sprechen kommen, weil das auch manchmal natürlich problematisch sein kann oder konfligieren kann. Kommunen tragen entscheidend zur öffentlichen Daseinsvorsorge bei, etwa durch die Versorgung mit Trinkwasser, Energie, Entsorgung von Abfall, Abwasser, ÖPNV, Bildung, Schule, Gesundheit, soziale Dienstleistungen. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt, was da alles sozusagen auf verschiedenen Ebenen miteinander wirkt. Ein großer Teil der EU-Vorschriften wird auf kommunaler Ebene implementiert, also umgesetzt. Und die EU fördert vor allem strukturschwache Regionen und Städte mit sozialen und wirtschaftlichen Problemen, wenn man da europaweit guckt. Dafür gibt es die sogenannten EU-Struktur- und Investitionsfonds. Und in Deutschland, also auch in Bayern, sind hier drei Fonds von Bedeutung. Die heißen zum einen Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, den kürzt man ab EFRE. Dann den Europäischen Sozialfonds, ESF, und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, den kürzt man ELA. Und diese drei Strukturfonds werden in Deutschland größtenteils von den Bundesländern umgesetzt, die die eingereichten Projekte bewerten, bewilligen und überwachen. In Bayern ist das natürlich auch so. Und wichtig ist zu wissen und interessant, in Regionalförderung fließt fast ein Drittel des EU-Haushalts. Und Ziel der Regionalpolitik ist es dabei, den wirtschaftlichen, sozialen, territorialen Zusammenhalt innerhalb der Union zu sichern. Also wir haben natürlich immer diese europäische Perspektive seitens des Parlaments und wir gucken, wie das in Europa insgesamt alles gut zusammengeht. Und deshalb werden mit den Mitteln der europäischen Struktur- und Investitionsfonds benachteiligte Regionen, benachteiligte Stadtviertel und Menschen in ihrem Weg aus der Benachteiligung und Arbeitslosigkeit heraus unterstützt. Die Regionalpolitik hat also als Instrument fünf Fonds, den EFRE, den ESF, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds, ELA, und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds. Der letztere ist in Bayern nicht unbedingt so stark anzuwenden wie in Norddeutschland zum Beispiel. Also alle europäischen Regionen können Fördermittel aus dem EFRE und dem ESF erhalten, aber nur die weniger entwickelten Regionen können Mittel aus dem Kohäsionsfonds erhalten. Und die EU-Förderungen müssen in der Regel mit Eigenmitteln der Kommunen und nationalen, regionalen und lokalen Finanzhilfen kofinanziert werden. Kofinanzierung heißt, die EU gibt was aus und auf der anderen Seite wird was dazugegeben. Und dann gibt es noch zahlreiche andere Förderprogramme, die direkt von der Europäischen Kommission oder von einer ihrer Exekutivagenturen verwaltet und betreut werden. Da gibt es zum Beispiel das Förderprogramm Europa für Bürgerinnen und Bürger, das auch kommunale Partnerschaften fördert, oder Erasmus Plus, das kennen wir alle, weil das natürlich sehr bekannt ist und auch sehr wichtig ist. Und das nur so ein kleiner Ausblick sozusagen, was es alles für Instrumente gibt, was sozusagen die großen Förderrichtlinien sind. Und dann gehen wir heute gleich gemeinsam in die Details und fragen uns auch oder buchstabieren aus, was das eben auch vor Ort an Realität bedeutet. Wir sehen, es gibt eine Reihe unterschiedlicher Förderprogramme für Städte und Gemeinden und Geld, das die EU zur Verfügung stellt. Und jetzt hören wir, wie das Geld dort ankommt, wie Kommunalförderung dann in der Praxis aussieht, mit Einblicken aus München und Hannover. Und dafür übergebe ich jetzt an Leon Eckert. Ja, vielen Dank. Dieser Rahmen ist ja schon super spannend und wir wollen es jetzt wirklich konkret machen an den Beispielen. Ich glaube, aus meiner Arbeit mit vielen Kommunalpolitikerinnen aus ganz Bayern, es gibt, glaube ich, nach dem ersten Jahr oder ersten halben Jahr hat man sofort Berührungspunkte mit solchen Förderprogrammen. Aber wir gucken jetzt mal rein in die Städte und ich würde mit Katrin starten und sie gleich fragen, welches EU-Kooperationsprojekt kannst du uns denn nennen, wo es gut läuft, wo man es gleich so plastisch machen kann, wie dann diese ganze Förderung vor Ort ankommt. Das, glaube ich, ist super spannend und dann sieht man auch, was dann draus wird aus diesen Abkürzungen, die Henrike gerade genannt hat. Ja, dann erzähle ich mal ein bisschen was. Vielen Dank, Leon, für die Frage und pick aber einfach ein paar exemplarische raus, wo ich auch finde, dass es so ein bisschen plastischer wird, ne? Weil mit den Abkürzungen und dem Ganzen,
Ich glaube, das ist jetzt schon rübergekommen. So richtig, richtig sexy klingt es erstmal nicht, aber viele Dinge gibt es einfach und die sagen dann auch den Zuschauerinnen und Zuschauern bestimmt ganz viel. Wir haben in München ungefähr 65 laufende EU-Projekte und die Stadt erhält daraus so ungefähr 42 Millionen Euro, was ja wirklich schon echt eine Hausnummer ist, gerade in Zeiten knapper Kassen, wie wir sie ja jetzt im Moment wegen der wegbrechenden Gewerbesteuern aufgrund der Pandemie haben. Und die Spannbreite an Bereichen ist da ziemlich groß, also von der Bildung über die Arbeitsmarktpolitik, Integration, Mobilität, Wissenschaft, Forschung. Also das kann man wirklich so auffächern und wir haben da auch einen ganz engagierten Fachbereich, der sich genau darum auch ja, als alleinige Aufgabe mehr oder weniger kümmert. Und allein in einem Programm, was ich jetzt rausgreifen möchte, Erasmus Plus, das sagt wahrscheinlich den meisten was, das ist das EU-Programm zur Förderung von allgemeiner und aber auch beruflicher Bildung, Jugend und Sport in Europa. Allein dort ist München an 45 Einzelprojekten beteiligt. Daran sieht man schon, es braucht auch wirklich jemand, der sich da federführend drum kümmert, weil es ist wirklich zum Teil auch sehr, sehr kleinteilig. Und ich bin als Bürgermeisterin an der Stadtspitze dafür verantwortlich, aber natürlich bis in die Einzelprojekte hinein machen das dann ja Leute, die sich auch wirklich besser damit auskennen. Und eins, was bei uns auch sehr, sehr gut lief und was jetzt aber seinen Abschlussbericht präsentiert hat, das lief 2016 bis 2021, war das EU-Projekt Smarter Together. Da ging es um Smart-City-Lösungen und die EU hat bei uns in München für das Projekt fast 7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und das war eher so ein Projekt, eben Techniklösungen, Mobilität, aber eben auch die ganzen Smart-City-Lösungen. Und dann würde ich gerne noch eins präsentieren, was ich selber wahnsinnig gern mag. Das ist das EU-Projekt Urge. Da geht es um Circular Building Cities. Hier testet die Stadt München, wie man dem wahnsinnigen Rohstoffverbrauch im Bausektor beikommen kann durch das Recycling von Baustoffen. Und hier geht es weniger um das Fördervolumen, das ist relativ gering mit 50.000 Euro, als vielmehr um 600 Tonnen Baumaterial, die wir in einem unserer großen Neubaugebiete in der Bayernkaserne wieder aufbereiten. Und das finde ich eben auch sehr relevant, auch gerade als Grüne für solche, für sowas, wo die EU und die Kommunen sich einfach auch verbinden können, um die Innovationskraft zu bündeln. Das hat eine hohe Bedeutung, dieses Projekt, für den Klimaschutz, für die Etablierung einer Kreislaufwirtschaft. Und deswegen finde ich das immer sehr herausstellenswert. Und dann würde ich noch ein letztes gerne erzählen. Da geht es ebenfalls um Klimaschutz. Da haben wir ein neues EU-Projekt, das heißt Just Nature, für das die Stadt Ende 2020 einen Zuschlag erhalten hat. Auch gar nicht so eine Riesenfördersumme, aber da geht es darum, wie kann der Hitzeinsel Innenstadt mit einer grünen Infrastruktur begegnet werden. Und diese Frage untersuchen gerade München und aber noch 20 weitere europäische Initiativen und Städte gemeinsam. Und daran sieht man schon, weswegen ich das die Zusammenarbeit so wahnsinnig gerne mag, weil man einfach sieht, hier bündelt sich die europäische Ebene mit den Kommunen für die Zukunftsthemen. Und da ist es dann eben nicht mehr nur eine komische Abkürzung, sondern da geht es um ganz konkrete Dinge. Wie können die Städte bestmöglich unterstützt werden, dass sie sich nicht so aufheizen? Und da wird es ja dann wirklich ganz, ganz konkret und wichtig. Ja, vielen Dank. Dann spiele ich gleich mal den Ball an Belit weiter. Jede Stadt hat ja auch eigene Herausforderungen und wahrscheinlich habt ihr euch, hast du eigene Lieblingsprojekte, die ja die Herausforderungen bei euch vor Ort auch angreifen. Ja, also erstmal vielen Dank, lieben Gruß aus Hannover in den Süden. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Thema auch nochmal verstärkt in den Fokus nehmen. Europa und vor allem die kommunale Ebene, wie kann da eine bessere Zusammenarbeit laufen? Und Katrin hat schon einige Projekte angesprochen, die auch für uns hier in Hannover eine sehr große Rolle spielen. Wir haben da die Erasmus Plus-Programme, mit denen gerade unsere Volkshochschule sehr intensiv Projekte umsetzt, eine Vielzahl von Projekten darüber, über den Strukturfonds, sei es die Museenlandschaft, die wir in Hannover haben, selbst unser Zoo, der zwar bei der Region Hannover, also nicht bei der Stadt liegt, aber selbst der profitiert davon. Und wir haben da tatsächlich einige ganz gute Erfahrungen bisher, aber vielleicht so jetzt aus der heutigen Perspektive geschaut, nach vorne, was braucht es eigentlich an Verbesserungen oder Veränderungen? Wie kann die kommunale Ebene noch stärker auf der europäischen Ebene wahrgenommen, ernst genommen und auch in der Umsetzung verschiedener Projekte
Projekte noch stärker eingebunden werden. Und da ist meines Erachtens gerade jetzt in der Pandemie-Zeit nochmal deutlich geworden, die Umsetzung, die Implementierung funktioniert eben vor Ort. Die Kommunen sind, das ist immer so, klingt immer ein bisschen abgedroschen, aber es hat sich gerade, glaube ich, jetzt nochmal sehr deutlich gezeigt und bewahrheitet. Die Kommunen wissen, wo vor Ort der Schuh drückt, wo die Menschen sind. Sie sind ganz nah an der Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Europäischen Union und haben da, finde ich, einen sehr scharfen Blick drauf. Und von daher ist es für uns wichtig, nach vorne zu schauen, gerade aus der Pandemie heraus, was sind die Herausforderungen, die wir jetzt zu meistern haben. Das eine ist, wenn man es ein bisschen dramatisch formulieren will, ein Stück weit Wiederaufbau der Städte, der Wirtschaft, der gesellschaftlichen Strukturen, der Kultur und sozialen Landschaft. Die haben gerade unter Corona, Lockdown, Pandemiebedingungen extrem gelitten, nicht nur in Deutschland, aber eben auch. Und von daher ist die europäische Ebene und die Investitionen sehr wichtig in dieser Phase und sind dafür auch da, gerade wenn wir jetzt unsere Themen in Hannover anschauen, das Thema Innenstadtsterben, Mobilitäts- und Verkehrswende. Und das sind alles Chancen, die wir haben, gerade in Hannover, auch sehr spürbar und sehr deutlich und ganz oben auf der politischen Agenda gerade in der Diskussion. Und da brauchen wir einfach die Europäische Union noch stärker in der Unterstützung, gerade auch mit Blick auf die kommunalen Kassen. Ich glaube, selbst den Kolleginnen und Kollegen in München wird es ähnlich gehen, die Pandemie, die Ausfälle der Gewerbesteuer haben echt total reingehauen, einfach in die kommunalen Haushalte. Und das heißt, wir brauchen da extreme starke Unterstützung. Ein anderes Thema, das auch schon vor der Pandemie sehr dringlich war und noch an Dramatik gewinnt, ist der Klimawandel, der Klimaschutz. Und ich will da vielleicht ein Projekt rausfischen, wo die Europäische Union eigentlich echt Gutes auf den Weg gegeben hat, aber was leider in Deutschland etwas vermurkst umgesetzt worden ist, nämlich der Just Transition Fonds. Wir haben gerade in Hannover das Thema Kohleausstieg ganz weit oben. Wir haben noch ein Kohlekraftwerk mit zwei Blocks. Ein Block wird spätestens 25 abgeschaltet werden und der andere Block spätestens 2030. Und es gibt ein Bürgerbegehren, eine Bürgerinitiative, die sich gerade stark macht, das noch nach vorne zu ziehen. Da sind wir gerade in einem sehr intensiven Austausch und haben gerade mit unseren Stadtwerken mal geschaut, was kostet uns eigentlich die Wärmewende? Mal so ein Kassensturz, was heißt es, wenn wir wirklich zeitnah oder vorgezogen klimaneutral werden wollen? Und das sind Summen, die wirklich in den Milliardenbereich gehen, allein in Hannover. Und das wird eine Kommune wie Hannover, aber auch jede andere Kommune, die davon betroffen ist, vor extreme Herausforderungen stellen, bis hin dazu, dass wir es eigentlich so ohne weiteres nicht wuppen können, jedenfalls nicht in der Kürze der Zeit. Der Just Transition Fonds, ein europäischer Fonds, der eigentlich viel Geld auf den Weg mobilisiert hat, auf den Weg gebracht hat, ist in Deutschland allerdings nur in die Kohleabbaugebiete geflossen, was, glaube ich, auch eine gute Investition ist. Sicherlich freut die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, aber gerade für die Kommunen wie Hannover eben, aber auch andere, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wir vor wirklich leeren Kassen, wenn wir uns dieses Themas annehmen wollen. Und ein drittes wichtiges Thema aus meiner Sicht auch nach vorne gerichtet, das hat Katrin eben schon kurz angeschnitten. Auch da waren wir in Hannover in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen mit dabei beim Thema Smart City und Weiterentwicklung unserer Digitalisierungsstrategie. Aber gerade jetzt merken wir, das wird in Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen. Und da ist es für uns auch ein Stück weit im Unterschied zur wirtschaftlichen Perspektive auf das Thema Digitalisierung, die ja häufig eher so ein Alleinstellungsmerkmal, besondere Angebote und Features sozusagen da als Stärke begreifen, ist es für uns auf kommunaler Ebene sehr wichtig, Standards, klare rechtliche Verbindlichkeiten und klare rechtliche Rahmenbedingungen zu haben, sodass wir da auch eben auch eine Einheitlichkeit haben und diese auch so umsetzen können. Und da muss die Europäische Union aus meiner Sicht noch stärker da eben auch der kommunalen Ebene Gehör verschaffen und uns da noch stärker mitnehmen. Also ich glaube, wir haben, wie gesagt, mit der europäischen Ebene eine sehr, sehr gute Ebene, die kommunale Ebene stark unterstützt. Würde mich aber sehr freuen, wenn wir das in Zukunft mit Blick auf diese sehr großen Herausforderungen noch stärker schärfen können. Ja, vielen Dank. Wir haben es, glaube ich, an beiden Beiträgen gemerkt. Es sind extrem coole Projekte, vielfältig, die hier und viele Bereiche gehen. Ich weiß, bei mir zu Hause ist es vielleicht ein bisschen kleiner, aber auch da kommen aus solchen europäischen Projekten schöne Impulse, Radwege oder auch Projekte vor Ort in der ländlichen Entwicklung. Und dann hat man aber meistens oft nicht das Label Europäische Union dran. Und dann wirkt die Europäische Union doch vielleicht ferner für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, als sie wirklich ist. Da wäre jetzt meine Frage an dich, Henrike,
wie versuchen wir denn oder du ganz konkret als Abgeordnete Europa näher zu bringen und das auch nochmal deutlicher zu machen, wie sehr die Europäische Union ja auch positiv gestaltet in unseren Orten und nicht nur dann auftaucht, wenn es um eine Ausschreibung geht. Ja, vielen Dank. Also das ist natürlich super spannend. Ich nehme einfach mal Punkte heraus, die gerade Katrin genannt hat zum Beispiel und auch Binit. Also Katrin hatte darauf hingewiesen, auf dieses Erasmus Plus. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, dass im Haushaltsausschuss haben wir da jetzt für den EU-Haushalt gekämpft, für den mehrjährigen Finanzrahmen und hatten gerade bei Erasmus Plus vom Rat einen Vorschlag bekommen, der uns im Parlament so nicht gereicht hat. Dann haben wir unser Veto eingelegt im Sommer letzten Jahres und haben da tatsächlich auch erreicht, dass die Finanzierung von Erasmus Plus nach oben gegangen ist. Also da würde ich sagen, da kann ich wirklich sagen, dass meine Arbeit auch vor Ort in einem Ausschuss direkt eine Auswirkung hat, auch die wirklich spürbar ist vor Ort. Das ist auch eine sehr, sehr gute Sache, weil ich glaube, Erasmus Plus ist natürlich der Kern von europäischer Integration, ja, wie man früh Europa kennenlernt kann und erfahren kann, um das wirklich die Vorteile auch zu genießen davon. Das ist eine ganz super Sache. Dann wurde gerade von Billit der Just Transition Fund erwähnt. Das ist natürlich auch total spannend, weil das auch meine Arbeit war. Ich bin im Wirtschaftsausschuss Berichterstatterin für den Just Transition Fund gewesen. Das heißt, ich habe die Perspektive des gesamten Wirtschaftsausschusses vertreten und das mitverhandelt. Und ich verstehe total das Problem, das auch geschildert wurde, dass eben da entsprechende Finanzierung eben vor allen Dingen nach Nordrhein-Westfalen fließt, in die Abbaugebiete sozusagen. Aber natürlich haben wir da einen Ansatz in Europa, dass wir versuchen, natürlich da die Regionen zu fördern, die am allermeisten hinten vor sind, die am meisten benachteiligt sind. Und da bin ich auch Berichterstatterin auch wieder, das heißt, ich kümmere mich federführend auch im Wirtschaftsausschuss um ein zweites Instrument von diesem Just Transition Mechanism, der eben so eine sozial-ökologische Transformation auch erlauben soll, im Blick auf Erreichen der Klimaziele. Und hier, das heißt öffentliche Darlehensfazilität. Und die kümmert sich aber auch wieder um besonders benachteiligte Regionen. Also das sind schon mal zwei Beispiele, wo ich aufnehmen kann, wie das sozusagen direkt wirkt, auch vor Ort, was wir im Parlament tun. Und nochmal ein konkretes, fassbarer sozusagen. Ein Beispiel aus München. Ich habe zwei Kinder, wir sind in München-Neuhausen, haben wir gelebt und sind wir immer noch. Und da haben meine Kinder einen Kindergartenplatz angeboten bekommen, gleich in der Nähe von der Landshuter Allee. Und die Landshuter Allee ist bekannt als Straße mit extremster Belastung an Feinstaub. Und wenn man guckt, das ist auch immer noch eine große Herausforderung. 2020 war das Jahr mit den niedrigsten Feinstaubwerten seit Beginn der Messungen. Und trotzdem die stärkste Belastung wurde letztes Jahr immer noch an dieser Landshuter Allee gemessen. Und da muss man natürlich schauen, Stickstoffdioxid, Straßenverkehr, das hängt alles miteinander zusammen. Und da gibt es die EU-Richtlinie für Stickstoffdioxide. Und da hat zum Beispiel die EU auch der bayerischen Staatsregierung kräftig auf die Füße getreten, um das einzuhalten. Da gibt es so ein Urteil vom Verwaltungsgericht München von 2012, wonach die Regierung in Bayern den Luftreinhalteplan für Bayern erneuern muss, damit die europäischen Grenzwerte für Stickstoffdioxid eben eingehalten werden. Und dieses rechtskräftige Urteil, das wurde dann eben auch lange ignoriert von Söder. Also das heißt, ich würde sagen, in dieser Gemengelage von Kommunalpolitik, Europapolitik, Bundespolitik, da sieht man, das hat eine totale Auswirkung, weil ich habe mir sehr wohl überlegt, ob ich meine Kinder in diesen Kindergarten schicken kann, wie viele andere Eltern auch, genau an dieser Straße. Und da haben wir eben mit der Europäischen Union nicht nur ein sehr wichtiges Instrument für Klima- und Umweltpolitik, sondern eben auch ein sehr wichtiges Instrument in diesem Konglomerat, wenn wir kämpfen für saubere Luft, wie können wir das gemeinsam machen? Billit hatte vorhin auch den Klimaschutz erwähnt, den Green Deal, all diese Dinge, da müssen wir zusammenarbeiten und das hat natürlich Konsequenzen für uns alle, auch wirklich im privaten Leben. Ja, das macht sehr plastisch, das stimmt. Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Gerade Billit hat schon den Transition Fonds angesprochen. Wir haben schon gemerkt, es gibt auch ein paar Stellen, da ruckelt es. Und vielleicht jetzt nochmal an die beiden also Oberbürgermeister und Bürgermeisterin. Habt ihr vielleicht auch den einen anderen Punkt, wo man sagt, da müsste vielleicht noch mehr
da ist es noch nicht ganz eingeruckelt, das Fördersystem. Vielleicht du zuerst, Belit, du hast schon ein Beispiel genannt, fällt dir noch eins ein, wo du sagst, da müssten wir noch mal mehr draufsatteln sozusagen. Oder da haben wir auch unnötige Hürden im Weg, die es uns unnötig schwer machen. Also zunächst einmal muss man sagen, also ich glaube, die europäische Ebene hat schon einen scharfen Blick aus meinem Blick, was so verschiedene Themen angeht, um auch innerhalb der Europäischen Union die Vielfältigkeit einfach der Problemlagen und Herausforderungen zu bearbeiten, zu berücksichtigen. Der Just Transition Fonds, der ist ja auch so gestrickt, dass tatsächlich, ist ja schon angeklungen, verschiedene Problemlagen vor Ort einfach berücksichtigt werden. Nur, also man muss da aufpassen, dass man nicht in so ein EU-Bashing kommt. Das war auch jetzt nicht meine Intention, sondern man muss genau schauen, wo hapert es eigentlich. Und da ist, wie gesagt, die Umsetzung auf nationaler Ebene, auch von mir persönlich, also ich habe da Minister Altmaier nochmal dazu angeschrieben, weil ich das eben so in der Verteilung auch nicht richtig fand. Gerade das Problem, das wir hier in Hannover haben, das aber exemplarisch ist für viele weitere Kommunen, macht das sehr deutlich. Das sehen wir übrigens auch bei dem Aufbau, bei dieser Thematik europäische Aufbau- und Resilienzfazilität, die angesprochen worden ist. Auch da übrigens über EuroCity ist nochmal deutlich die Kritik geäußert worden. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, also fast 2/3, 70 oder 75% der Kommunen, die befragt worden und darauf reagiert haben, haben deutlich gemacht, dass sie mit der Einbindung auf der nationalen Ebene zur Umsetzung nicht zufrieden sind. Und das ist tatsächlich häufig der Fall, dass wir in der Umsetzung dann auf nationaler Ebene weitere Hürden, weitere Schwierigkeiten bekommen. Das heißt für uns eigentlich, also für mich wäre es viel, viel interessanter, eine direkte Antrags- und auch eine Kooperationsmöglichkeit noch stärker mit der Europäischen Union zu bekommen, also einen direkten Zugang. Und ich glaube, das wäre tatsächlich auch im Interesse der Europäischen Union. Wir sehen übrigens auch an vielen anderen Ecken und Enden. Also wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, wie sieht es eigentlich aus mit Förderkulissen, wenn wir uns da bewerben wollen als Kommune, auch im Niedersächsischen Städtetag oder auf anderen kommunalen Spitzenorganisationen, Spitzenverbänden, kommt immer wieder das Wehklagen oder das Leid, dass das schon sehr kompliziert ist, die Bewerbungsverfahren, teilweise auch die sprachliche Barrieren. Auch da sind die Kommunen in Deutschland nicht so gut aufgestellt auf jeder Ebene und in jedem Ressort, dass man da mithalten kann. Also ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Aber der direkte Zugang, davon würde meines Erachtens auch die Europäische Union extrem profitieren, weil einfach die Kommunen, glaube ich, gerade in diesen Themen, die wir gerade angesprochen haben, die natürlichen Verbündeten werden. Ja, die Ausgestaltung, glaube ich, da kann man sicher auch was drehen, vielleicht auch bei der Bundestagswahl, dass da absolut, auch mal ein bisschen kommunalfreundlichere Auslegungen in den Bereichen sind. Ich gebe gleich weiter an die Katrin, die hat sicher auch noch mal ein paar Punkte zu diesem Bereich, wo es so Hürden gibt, die wir noch einreißen. Ja, das liegt natürlich, der Belit hat es schon angesprochen, das sind natürlich vor allen Dingen eher so die strukturellen Dinge. Ne? Also auch ich bin dabei, wenn es darum geht, Dinge zu beschleunigen gerade. Wir haben immer noch einen sehr komplexen Abstimmungsbedarf bei der Bewerbung, also in der Bewerbungsphase schon um Förderprogramme, verwaltungsintern, aber auch wenn externe PartnerInnen gefragt sind. Im Endeffekt, die Kommunen leisten immer Pro Bono-Arbeit in der Antragsphase. Müssen immer in Vorleistung gehen, ohne zu wissen, ob sie dann letztendlich davon profitieren. Das kann jetzt ehrlich gesagt, Belit hat die knappen Kassen, die wir auch in München natürlich verspüren, schon angesprochen. Das kann jetzt zukünftig ein noch größeres Problem werden. Ich würde aber auch gerne für meinen Fachbereich Europa und Internationales mal die wirklich unglaublich knappen Antragsfristen ansprechen, die echt ein Problem sind. Das merken alle, das merkt dann nicht zuletzt auch ich, wenn ich dann ganz knapp was auf den Tisch bekomme, was einfach auf alle Fälle heute noch durch muss, weil morgen muss es abgegeben sein. Also das ist natürlich echt so, das sind so die strukturellen Dinge. Und was ich aber schon auch noch ansprechen möchte, ist, wir haben schon als Kommunen nicht die größten direkten
Einfluss und Lobbymöglichkeiten, ne? Auch als Landeshauptstadt München, im Vergleich zum Beispiel zu großen Industrieunternehmen mit eigenen Lobbybüros in Brüssel. Das ist aber auf der anderen Seite, das ist aber wichtig, damit auch wir als Kommunen frühzeitig über Entwicklungen europäischer Politik informiert sind und darauf dann auch schnell reagiert werden können. Und na klar, da gibt es die entsprechenden Vertretungen, da sind wir ja auch dabei. Aber manchmal fehlt mir einfach so dieser direkte Zugang. Der Belet hat jetzt gesagt, er nutzt da Möglichkeiten über den Wirtschaftsminister und schreibt dann darauf hin. Aber ehrlich gesagt, noch schneller und ressourceneffizienter wäre es natürlich, man hätte einen ganz, ganz, ganz direkten Zugang, der dann mittelbar immer über die Abgeordneten passieren kann. Das machen wir ja auch, aber der eben nicht unmittelbar ist. Und insgesamt, mir ist auch ganz wichtig, dass das nicht in so ein EU-Bashing ausartet. Deswegen habe ich jetzt extra so strukturelle Dinge genommen, weil ich bin auch jederzeit immer dabei, ganz klar zu benennen, wo wir eigentlich auch als Kommune von einer guten EU-Politik einfach auch profitieren. Also ganz viele politisch relevanten Weichenstellungen gehen halt einfach auch von Europa aus und betreffen eben unsere Kommunen. Und da gibt es ganz viel, wovon die Münchnerinnen und Münchner oder auch die Hannoveranerinnen und Hannoveraner und alle auch profitieren. Und da bin ich auch gerne mit dabei, am Image der Europäischen Union zu arbeiten, weil die ist nämlich wirklich so auch die Presse springt da gerne mal mit auf. Die ist immer gerne, wird die herangezogen, wenn irgendwas gerade auch so im Verwaltungsabsurdum, unverständlich ist, aber ganz, ganz selten konzentrieren wir uns auch darauf, was wir eigentlich der EU alles verdanken. Und da bin ich dann tatsächlich mit einer guten Schnittstelle auch gerne mit dabei. Jetzt ist der Europa-Mai, da gibt es bei uns in München viele Veranstaltungen, auch immer zu zeigen, was wir eigentlich auch als Bewohner von Städten und Kommunen davon haben, dass es die EU gibt. Ja, diese strukturellen Hürden, die du ansprichst, die sind nicht ganz unbeträchtlich. Also ich kenne einige Fälle, wo solche Förderanträge auch gern mit der Hilfe der ehrenamtlichen Ratsmitglieder in kleineren Gemeinden dann geschrieben werden müssen, weil es keine Kapazität gibt und diese manchmal auch das Fachwissen fehlt, was dann die Ehrenamtlichen einfach dann einbringen. Ja, oder eben auch in Nachtarbeit, ne? Wir haben jetzt einen relativ großen Fachbereich, aber manchmal sind die Fristen einfach so kurz, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann 2 Tage Zeit haben für komplexe Prüfungen und Antragstellungen. Ja. Wir bleiben beim Thema Förderprogramme im weitesten Sinne. Ich möchte eigentlich auf den mehrjährigen Finanzrahmen, der ja jetzt 21 bis 27 ansteht, nochmal kommen und Henrike fragen, wie denn der Grüne Deal sich auf die Förderung jetzt auswirkt, Städte und Kommunen, was gibt es Neues, was müssten wir unbedingt wissen, was sollten unsere Kommunalos wissen, was uns sozusagen erwartet. Das fände ich nochmal ganz interessant, was du uns da mitgeben kannst. Ja, vielen Dank. Und ich fand natürlich auch sehr spannend, was Katrin und Belet vorhin gesagt haben. Vielleicht können wir das nachher nochmal in der Diskussion aufnehmen, weil ich natürlich sehr froh bin, auch über diese positive Betonung von der Europäischen Union und dem, was es leistet. Aber ich kann wahnsinnig nachvollziehen, gerade diese strukturellen Probleme, Deadline einhalten, aber auch die Bürokratiegeschichte. Und ich kann auch gerne noch mal ein bisschen erzählen, wie wir versuchen, dem zu begegnen. Aber jetzt erstmal zu der Frage, Leon, wie sieht es auf der EU-Ebene aus mit dem EU-Haushalt und wie wirkt sich der Green Deal da entsprechend aus? Also Städte und Gemeinden, das wissen wir ja alle, wurde auch schon formuliert, leisten natürlich einen ganz entscheidenden Beitrag zu Klima- und Umweltschutz. Das geht ja auch letztlich nur gemeinsam, wenn wir da alle auf allen Ebenen zusammenarbeiten. Und die Bewältigung der Klimakrise ist ohne die Kommunen ja als Partner gar nicht möglich. Und kommunaler Klimaschutz ist ja zum Beispiel, es wurde ja auch schon erwähnt, in den Bereichen wie Gebäude und Verkehr ganz zentral. Da geht es um Energie- und ressourcenschonendes Bauen, Renovieren öffentlicher Immobilien. Und da hat die EU-Kommission zum Beispiel im vergangenen Jahr eine Renovierungswelle beschlossen. In Gebäuden werden 40% der in der EU benötigten Energie verbraucht. Und um das Ziel einer Senkung der Klimaabgase um 55% im Vergleich zu 1990 bis 2030 zu erreichen, weil das ist ja jetzt gerade die Vorgabe, die wir haben seitens der Kommission, Fit for 55, Senkung der Klimaabgase um 55%, muss natürlich dann damit auch die massive Investitionslücke im Gebäude- und Sanierungsbereich geschlossen werden. Also das wurde erkannt, auch seitens der Kommission, auch seitens des Parlaments.
Und nicht nur da, sondern auch bei allen Fördermitteln der EU ist es natürlich wichtig, dass bürokratische Hürden abgebaut werden, damit sich die Kommunen da nicht im Förderdschungel verlieren. Das ist ganz klar und ein absolut klares, wichtiges Statement. Und das nehmen wir auch immer auf, wenn wir jetzt verhandeln, gerade bei den einzelnen Amendments, zum Beispiel jetzt zu den legislativen Maßnahmen im Sinne des Green Deals. Da versuchen wir sozusagen, das so zu lenken und zu steuern, dass sozusagen Gelder zum einen natürlich so vergeben werden, dass sie anhand bestimmter Kriterien nur vergeben werden können und zum anderen aber auch, dass der Rahmen nicht zu eng gefasst wird, um genau das eben sozusagen obsolet zu machen, weil schon klar ist auch, dass das wirklich auch Implikationen für die Leute vor Ort hat. Wenn wir jetzt hier an den großen Stellschrauben drehen, aber das so eng fassen, dass es unten wirklich Probleme und Schwierigkeiten auf der Implikationsebene hat, auf der Implementierungsebene. Und was hat sich jetzt mit dem Green Deal geändert? Also es gibt natürlich ganz zentrale Neuerungen im Bereich Regionalförderung. Im Dezember haben sich jetzt EU-Gesetzgeber vorläufig darauf geeinigt, wie der Einsatz der Regional-, Kohäsions- und Sozialfonds der EU während der Haushaltsperiode jetzt 2021 bis 2027 gestalten soll. Da geht es immerhin um 330 Milliarden Euro. Das ist eine ordentliche Summe. Und da, jetzt muss ich doch nochmal in diese Fachtermini reingehen, um das wirklich schildern zu können, wie das so ist. Dabei ist ganz wichtig die sogenannte Common Provisions Regulation. Also sie wird abgekürzt CPR. Das ist eine Dachverordnung, in der die Vergabebedingungen für Fördermittel aus der EU-Kohäsionspolitik geregelt werden. Dabei geht es um rund ein Drittel des gesamten EU-Haushalts. 380 Milliarden Euro, also ganz ordentlich. Und da haben wir bei den Grünen, von Seiten der Grünen auch verhandelt und ordentlich Erfolge erzielen können in Sachen Klimaschutz, Gerechtigkeit, Bürgerbeteiligung. Und da war uns sehr wichtig, und jetzt muss ich das wirklich nochmal so ein bisschen erklären, weil das ist auch etwas, was bei uns jetzt eine sehr große Rolle spielt, bei unseren Verhandlungen auch zu diesen Green Deal-Maßnahmen. Da haben wir verankert in diesem CPR das sogenannte Do No Significant Harm Prinzip. Also es darf keinen Schaden verursachen. Ja, also es dürfen keine explizit Projekte gefördert werden, die der Umwelt im Sinne der EU-Taxonomie schaden. Ja. Also Klimaziele des Pariser Abkommens sowie der Europäischen Kommission sind rechtsverbindlich. Eine Evaluation muss zur Hälfte des Förderzeitraums erfolgen. Das haben wir ganz klar dargelegt. Und wir haben festgelegt eben auch schon gemeinsam mit dem Parlament oder auch insgesamt im letzten Jahr zum EU-Haushalt, dass mindestens 30% der EU-Haushaltsausgaben zur Erreichung der Klimaziele eingesetzt werden müssen. Da haben wir Grüne um 50% gefordert, 30% haben wir jetzt bekommen am Schluss. Aber das hat natürlich bei der Vergabe der Gelder auch zu den Kommunen hin und Städten sehr wohl, da spielt das natürlich eine Rolle, weil das dann natürlich durch diesen Filter hindurch muss. Und dieses 30%-Ziel bedeutet dann zum Beispiel für den Europäischen Sozialfonds, dass Klimaprojekte mit sozialem Schwerpunkt zum Beispiel zur Umweltbildung gefördert werden. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Und das ist so ein bisschen so ein Überblick oder so ein Einblick in dieses Gemengelage. Ich hoffe, es hilft ein bisschen. Ja, vielen Dank. Ich kann aus der Perspektive einer kleineren Gemeinde auch sagen, dass es sich lohnt, manchmal auf förderdatenbank.de zu gehen. Das ist so ein Portal vom Bund. Da sind die ganzen europäischen Förderprogramme auch drin. Und viele Gemeindeverwaltungen haben eben nicht so eine ganze Abteilung, die das screent, sondern da kommt es viel auch auf Zufall drauf an. Und das lohnt sich doch schon, da mal reinzugucken, ob da nicht was für die eigene Gemeinde ist. Ja, vielen Dank. Wir kommen noch zu einer Runde und das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Wir haben ja schon ganz so ein paar Impulse gehört, die bessere Lobby sozusagen in Brüssel. Ich möchte nochmal mich an die Frage an die beiden Bürgermeister, Bürgermeisterinnen richten. Und zwar, wo sehen wir noch Bedarf für was Neues? Eine neue, Belit hat gesagt, die direkte Verbindung, Katrin, dass wir schneller rankommen an die Entscheidungsträger. Immer wenn die gibt's noch Kamera. Vielleicht diesmal Belit, du zuerst. Ja, gerne. Also ich hatte es ja schon gesagt, wir haben ja gerade drüber gesprochen, also die Frage, wie kriegt man einen besseren, einfacheren Zugang als Kommune, einen direkteren, also das würde ich mir strukturell wünschen.
Thematisch ist das Thema Klimawandel für uns sehr entscheidend auf der kommunalen Ebene. Hier wird das Thema zuerst einschlagen und oder schlägt bereits ein und wir müssen darauf reagieren. Ich habe das eben gerade schon ausgeführt. Das andere ist die Resilienz einer Stadt, jetzt gerade unter mit Blick auf die Pandemie, Pandemiebekämpfung und die verschiedenen Lebensbereiche, die darunter leiden. Ein weiterer Bereich, und das glaube ich auch nochmal wichtig ist, dass die kommunale Ebene auch deutlich gemacht hat, wie stark wir auch in sozialen Fragen gerne eingebunden werden. Also die gerade mit Blick auf den EU-Sozialgipfel in Porto am 7. Mai gab es Eurocities, unserem Vorsitzenden dort, also dem Europäischen Städtetag, wenn man so will, dem Netzwerk der europäischen Städte, den Appell, hier noch mehr zu tun, noch mehr zu schultern und auch auf kommunaler Ebene hier das stärker einzufordern. Also ich glaube, auch da gibt es schon den Bedarf, dass da die kommunale Ebene noch stärker eingebunden wird und weiter mitgenommen wird, wenn es gerade um die Fragestellung geht und auch die Umsetzung, wie gesagt. Wir merken es gerade bei den Fragen der Antragsprozesse, also diese Informationsdefizit. Für kleinere Kommunen ist es sogar noch schwieriger. Da gibt es die kommunalen Spitzenverbände, die mit vier verschiedenen Hilfsleistungen und Dienstleistungen da noch unterstützen. Aber gerade auch selbst bei größeren Kommunen, auch in Hannover, ist das schon eine ziemliche Herausforderung. Also es ist einfacher, um das vielleicht deutlich zu sagen, auf Fördertöpfe des Bundes oder des Landes zuzugreifen, als eben der Europäischen Union, weil einfach diese Verfahren immens schwierig sind, auch in der Vor- und Nachbereitung. Und ich würde mir wünschen, dass es da einfach einfacher geht, sodass da auch, also nicht nur Hannover, jetzt nicht nur im eigenen Sinne, sondern auch kleinere Kommunen noch stärker davon profitieren, sodass Europa wirklich auch in der Breite noch stärker wahrgenommen wird. Ich gebe gleich weiter an die Katrin. Ja, und ich glaube, ich schließe einfach auch direkt an. Also thematisch, inhaltlich hat Belit selbstverständlich die großen Themenfelder und die großen Herausforderungen aufgezeigt. Das sehe ich schon einfach genauso, gerade so die Unterstützung der EU-Ebene bei der Erreichung der Klimaneutralität von Kommunen ist, glaube ich, jetzt das A und O in der nächsten Zeit. Aber ich würde es gerne auch noch mal so ein bisschen auf die Zusammenarbeitsebene heben. Wo sehe ich Bedarf für Neues, einfach auch so ein bisschen in dem Neustart Zusammenarbeit Kommunen und EU? Also wie überall hat Corona natürlich sein Brennglas draufgelegt und auch hier brauchen wir, glaube ich, ein Mehr an Digitalisierung. Also es ist jetzt ja schon ein paar Mal gesagt worden, gute Europaarbeit erfordert einfach wahnsinnig viele Ressourcen, einen hohen Zeitaufwand, früher auch durch Tagungen, durch Mehrtagestagungen, um sozusagen in den unterschiedlichsten europäischen Städten. Und da können die digitalen Formate, wie es Eurocities, der Belit hat es gerade gesagt, letzte Woche erst die große Sozialkonferenz, natürlich eine vermehrte Teilnahme von viel, viel mehr BürgermeisterInnen oder kommunalen SpitzenpolitikerInnen ermöglichen. Und das ist, glaube ich, was notwendig ist. Aber was ich auch gleichzeitig wichtig finde, ist, dass wir es einfach schaffen, dass ja die Bürgerinnen und Bürger mehr mitgestalten können, dass der Informationsfluss bottom-up einfach besser funktioniert. Und da setze ich jetzt große Hoffnungen in eine neue Plattform für die öffentliche Debatte zur Zukunft Europas. Die heißt ja Konferenz zur Zukunft Europas auf Deutsch und die eben genau diese Mitsprache ermöglicht. Und ich glaube, Feedback von Bürgerinnen und Bürgern für die EU, diese Kritik, das ist einfach wichtig. Und von daher würde ich hier gerne den Appell auch an alle, die zuschauen, platzieren. Bringen Sie da möglichst viele grüne oder klimafreundliche oder überhaupt Ideen ein. Und dann, na klar, ich meine, dann braucht die EU einfach Reformen. Ich glaube, da erzähle ich jetzt aber niemandem was Neues. Das sind natürlich das, was gerade auch die Grünen schon lange fordern. Die brauchen einfach Reformen im Bereich der Steuern. Die brauchen aber auch die Abstimmung der Einstimmigkeit. Also das sind ja so ganz, ganz wichtige Punkte, die im Moment meines Erachtens dazu führen, dass sich die EU einfach häufig selbst blockiert. Und wenn man wirklich in großen Schritten in Richtung Zukunft voranschreiten will, dann muss man eben auch diese großen Reformen kraftvoll angehen. Ich weiß, das versuchen viele. Mir als Kommunaler, bin ich auch ganz ehrlich, kommt es halt einfach häufig zu zaghaft vor, was natürlich an der Blockadehaltung gerade eben auch konservativer Parteien im EU-Parlament liegt. Das ist mir schon klar.
Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir fast bei der Diskussions- und Fragerunde angekommen. Und wenn Sie oder ihr eine Frage habt, dann benutzt doch unser Tool hier in dem Webinar. Einfach eine Frage schreiben, dann würde ich die nämlich vorlesen. Es sind schon welche eingetroffen. Bevor ich aber starte, würde ich gerne noch mal kurz zu dieser Konferenz zur Zukunft kommen, die du gerade schon angesprochen hast, Katrin. Vielleicht, Henrike, kannst du da noch mal ein, zwei Sachen sagen. Es stand ja jetzt auch ein Artikel in der SZ am Wochenende dran, dass man so gerade noch die Kurve gekriegt hat. Und vielleicht auch noch mal, wie können wir Kommunen oder können die Kommunen da auch mitmachen und was sind da die Chancen? Ja, das ist eine spannende Sache, die Katrin da erwähnt hat und du auch gerade, Leon, formuliert hast. Konferenz der Zukunft Europas, die hat heute begonnen in Straßburg. Wir Grüne werden vertreten von Daniel Freund, Europaabgeordneter seitens der Fraktionen. Und was ist das? Wir haben am Mittwoch, kann man sich im Netz auch nochmal angucken, als Europagruppe, also alle Europaabgeordneten von unseren jeweiligen fachpolitischen Brillen hinaus sozusagen formuliert, welche Erwartungen und Wünsche wir eben haben zur Konferenz zur Zukunft Europas. Und da spielt natürlich auch die Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung eine wahnsinnig zentrale Rolle. Also wir haben im Grunde erkannt, dass wir sozusagen innerhalb der Europäischen Union Entscheidungsprozesse effizienter und transparenter machen müssen. Wir wollen, dass die Europäische Union im Kern demokratisch ist. Das ist ganz klar. Und das geht eben nur mit Bürgerinnen und Bürgernbeteiligung eben hin. Wir haben ganz verschiedene Felder, die sehr, sehr wichtig sind. Klimawandel, biologische Vielfalt, Agrar-, Energiesystemen. Das sind so ein bisschen die ganzen Fokusgruppen. Wir haben natürlich dann auch diese rechtsstaatliche Komponente, dass wir mit Polen und Ungarn etwa Mitgliedstaaten haben, die sich wegbewegen von Demokratie und Rechtsstaat. Und da ist die Frage, wie wir da damit umgehen wollen. Wie wollen wir ein ökologisches, soziales Europa schaffen, in dem eben alle Europäer Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen haben, Gesundheitsvorsorge, Sozialschutz. Und da ist natürlich jetzt diese Konferenz, diese Gelegenheit, eben auch auf ganz verschiedenen Ebenen zusammenzuarbeiten. Das wird jetzt erstmal ein Jahr ganz intensiv bespielt und da sind verschiedene Akteure, die da eingebunden werden. Kommission, Parlament, Rat, dann europäische Bewegung, einzelne Bürgerinnen und Bürger. Und sich da einzubringen, da gibt es auch eine entsprechende Online-Digital-Plattform, ist wirklich wichtig und absolut erwünscht und ganz ausdrücklich erwünscht. Und nach diesem einen Jahr wird dann ein Bericht geschrieben, der das zusammenfasst, was man da erarbeitet. Und das ist sozusagen ein ganz wichtiger, großer Dialog. Und trotzdem, um das nochmal schnell aufzunehmen, was sowohl Betet als auch Katrin gesagt haben, mit dieser Beteiligung von Kommunen zum Beispiel jetzt bereits schon im richtigen legislativen Prozess zum Beispiel. Also da kann ich zum Beispiel erzählen, wir Grüne haben ja ganz stark diese Komponente dabei, dass wir versuchen, in die Amendments hinein zu verhandeln, dass immer die Menschen involviert werden in den Prozess, die davon betroffen sind. Also sprich, beim Just Transition Fund hatten wir das Beispiel, dass wir unbedingt wollten, dass Akteure vor Ort, die Geld bekommen, auch sozusagen in den Entscheidungsprozess involviert werden, wenn die Gelder vergeben werden. Und Katrin hat es vorhin auch schon mal angesprochen. Wir haben dann großen Gegenwind von anderen Fraktionen zum Beispiel, ja, die eben nicht so wie wir an dieser partizipativen Komponente arbeiten. Also das ist immer mit großem Gegenwind verbunden. Und ich glaube, es ist wirklich sehr zentral, dass eben auch die Kommunen da zentraler gesetzt werden bei diesen Verhandlungsprozessen, bei der Vergabe von Geldern, bei dem Sprechen, wie man Gelder vergibt. Und das müssen wir natürlich durchmalen, sozusagen Mehrheitsfindungen haben im Parlament und uns dann gleichermaßen in diesem Trilog dann auch wiederum durchsetzen. Also ein sehr komplexer Prozess, an dem wir Grünen aber ganz stark dran sind und absolut, Katrin, deine und deine Meinung absolut mitvertreten, dass Kommunen da stärker eine stärkere Rolle bekommen sollen und eben Veränderungen nicht nur von oben, sondern auch von unten mit angestoßen und durchgesetzt werden müssen. Ja, jetzt haben wir auch schon zwei Fragen bekommen und ich würde dann jetzt in die Fragerunde sozusagen oder in die Fragenbeantwortung einsteigen und ich lese einfach mal die erste gleich vor. Ich würde gern wissen, wie Henrike oder
wie Henrike die Initiative Direct European Funding for Cities findet, bewertet und ob sie diese unterstützt. Jetzt, ich kenne die Initiative nicht, vielleicht könnt ihr da gleich anknüpfen. Henrike. Ja, das ist sehr nett. Ich danke herzlich für die Frage. Ich mache es mal ganz kurz, weil die gebe ich dann eigentlich weiter an die Ehrengäste sozusagen, weil mich deren Perspektive dazu sehr interessiert. Also es gibt ja da dieses Positionspapier Direct European Funding for Cities, also direkte europäische Finanzierung für Städte. Und da haben sich ja auf Initiative der Bürgermeister von Budapest, Bratislava, Prag und Warschau war das, und ganz viele andere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Forderung angeschlossen, direkte Fördergelder von der EU zu erhalten, also wirklich direkt. Und da ging es vor allen Dingen um städtischen Klima- und Umweltschutz, zum Beispiel im Rahmen von diesem Sustainable Urban Development Program. Und da ging es im Grunde auch gegen diesen europapolitischen Sparkurs ihrer jeweiligen nationalen Regierungen. Und ich fand eben sehr spannend und wichtig natürlich auch, da hat man gesehen, dass genau, wie wichtig das ist, dass es diese Querstimmen gibt, die sehr genau gehört werden müssen. Ich habe gehört, München unterstützt diese Initiative auch. Also ich finde die sehr gut, weil die natürlich auch in diesem Rahmen der Überlegungen ist, wenn wir zum Beispiel überlegen beim Haushalt, wenn wir da beim EU-Haushalt die Möglichkeit sehen, zum Beispiel Gelder eben nicht an nationale Regierungen, die antidemokratisch oder antirechtsstaatlich arbeiten, vergeben, sondern an NGOs oder eben Städte, Kommunen, dann ist das natürlich ein sehr konstruktiver Ansatz, damit umzugehen. Jetzt gebe ich diese Frage sozusagen gerne an euch, liebe Katrin und Belit, weiter, wie ihr das seht, ob ihr das gut findet. Ich glaube, von meiner Seite ist es ja so, dass diese Frage aus dem Münchner Fachbereich Europa und Internationales an dich gestellt wurde, eben nochmal genau zur Bedeutung hast du ja schon einiges gesagt. Und ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig. Aber eben hier nochmal, klar können wir uns mit genau diesen Kommunen bestmöglich vernetzen. Wir Grünen machen das ja auch, muss man ja auch ganz transparent sagen, genau mit dem Ziel, dass wir uns da untereinander bestmöglich empowern, gerade auch in den Ländern, die natürlich problematische nationalstaatliche Regierungen haben, um es mal so zu sagen. Aber die Frage ist natürlich, was könnt ihr hier von der EU-Ebene einfach nochmal tun, um das so richtig, ja, so richtig stark zu machen, vielleicht auch, um es nochmal so richtig bekannt zu machen. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Ich glaube, das ist so ein Thema, das ist jetzt eher Profis ganz geläufig, aber dem Bürger, der Bürgerin jetzt erstmal nicht. Von daher, das ist ja häufig aber was der EU natürlich auch zum Vorwurf gemacht hat. Also ich überziehe jetzt absichtlich, ne, die Verhältnisse in den problematischen Ländern auf nationaler Ebene, die lässt die EU so laufen und greift gar nicht so richtig ein, wie sie eigentlich könnte oder sollte. Ist ja auch was wir der Kanzlerin zur Ratspräsidentschaft zum Vorwurf gemacht haben. Aber hier nochmal zu sagen, doch, da gibt es eben schon gute Initiativen, die wir auch sehr, sehr gut nutzen können, um genau die Kommunalos in diesen Ländern zu stützen. Das fände ich ist schon nochmal ein wirklich überdenkenswerter Ansatz, wie wir da nochmal so ein bisschen mehr Zug dahinter bringen. Aber ich weiß nicht, wie du das, würde mich auch interessieren, wie das Belit sieht, genau in diese Richtung. Auch von mir dafür eine volle Unterstützung. Es reiht sich ja so ein bisschen ein in das, was ich vorhin versucht habe, auch nochmal deutlich zu machen. Also wir brauchen einen direkten Zugang zur Europäischen Union aus meiner Sicht, zu den Förderkulissen. Und von daher ist ein solches Instrument wäre da, glaube ich, sehr richtig. Also auch nicht nur, um das vielleicht auch nochmal, also wir haben nicht die klebrigsten Finger, sodass wir uns da an die EU-Gelder da stürzen wollen, darum geht es nicht. Aber gerade die Fragestellungen, die wir vorhin kurz angeschnitten haben, die werden von europäischer Ebene oder sollten besser von europäischer Ebene gestaltet, nach vorne gebracht werden und müssen umgesetzt, implementiert werden auf der kommunalen Ebene. Also das fängt an, wie gesagt, bei der Folgenbekämpfung oder wie gehen wir mit dem Wiederaufbau eben von städtischen Strukturen, von gesellschaftlichen Strukturen nach der Pandemie und dem Lockdown um. Und das wird in den Städten ganz deutlich spürbar sein, selbst der ländliche Raum, also das kann man in Hannover, ich denke auch in München wird es ähnlich sein, sehr stark als Oberzentrum, die
Wirkung sozusagen in die Breite, in die Fläche ist ja absolut spürbar. Unsere Innenstadt hier beispielsweise oder der Einzelhandel hier, die gesellschaftlichen und kulturellen Strukturen hier sind, strahlen aus weit über die Stadt- und Regionsgrenze, über eben weit ins Land hinein. Und auch der ländliche Raum hängt eben extrem davon ab. Und von daher ist da, ne, also wenn man die Städte wachküsst, dann hat das was für auch für die Breite. Und gerade das Thema Klima und Umweltpolitik. Also da geht es meines Erachtens auch nicht nur darum, wie kriegen wir einen Fondszugang, sondern wie können wir dahin kommen, dass die Europäische Union die kommunale Ebene nicht nur als eine von zahlreichen Stakeholdern sieht, sondern wirklich als eine Schlüsselebene für die Umsetzung gerade in diesen Bereichen. Also wenn wir ich hatte es vorhin kurz angeschnitten, über das Thema Standards setzen, Luftverschmutzung, Fahrzeugstandards, wie sich das auswirkt, das erleben wir dann eben auf der kommunalen Ebene. Hier spüren es die Menschen. Hier haben wir die wahnsinnigen Einschnitte. Das Thema Wohnungsbau, Baupolitik insgesamt, die Verwendung von umweltfreundlichen Standards, Bau-Recycling-Produkten, Recycling-Stoffen, auch da klare, verlässliche Standards hinsichtlich der Schadstoffe beispielsweise. Also das sind alles Fragestellungen, wo, glaube ich, noch eine stärkere Anbindung nicht nur bei der Förderung, sondern auch bei der inhaltlichen Ausgestaltung, also strategische Partnerschaft, noch stärker mit den Kommunen eingegangen werden muss. Ja, ich würde sehr gerne da nochmal direkt darauf antworten. Also ich glaube persönlich, weil du gefragt hast, Katrin, das nochmal klar zu sagen, also ich glaube, dass die EU das erlauben soll und erleichtern soll, direkten Zugang von Städten zu EU-Funds. Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ja, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, die Europäischen Grünen haben da zum Beispiel auch sich klar geäußert in dieser Richtung. Was die Fraktionsperspektive ist, muss ich nochmal gucken, aber ich glaube, das ist eigentlich ziemlich klar, dass das Sinn macht, allein schon, was Belit auch entsprechend formuliert hatte, die Belastungen während der Corona-Krise auf Städten- und Kommunenseite ist enorm. Da muss eben entsprechend damit umgegangen werden. Und deswegen allein das macht schon großen Sinn. Das nehme ich auch sehr, sehr gerne nochmal mit. Wir haben noch eine Frage bekommen, die so ein bisschen die geht so ein bisschen rein auch in die Struktur, wie die EU-Initiativen und Fördermittel, wie da Zusammenschlüsse in den Regionen über mehrere Kommunen funktionieren, wie da Zusammenarbeit gefördert wird. Ich kann aus meiner Arbeit, die ist ja eher im Umland, berichten, da ist es natürlich schon so, dass diese integrierte ländliche Entwicklung schon Impulsgeber ist. Da kommt ja viel auch über Europa und das funktioniert natürlich nur, indem sich Kommunen zusammentun mit einem gemeinsamen Thema, bei uns der Amper-Raum. Also da gibt es schon diese Verbünde. Ansonsten ist es immer schon gut, wenn es eine Struktur gibt, wo man aussetzen kann, eine neue Struktur schaffen. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung da aus den Städten, aus den großen Städten ist. Katrin, gemeldet. Also ich kann nur erzählen, dass wir da eigentlich gute Erfahrungen gemacht haben, jetzt nicht bei so angrenzenden Regionen, da habe ich jetzt gerade kein Beispiel, aber für das vorhin schon angesprochene Smarter Together Projekt beispielsweise haben wir gemeinsam mit Lyon und Wien zusammengearbeitet und haben dann auch wirklich eine ganz klare Vernetzungsstruktur gehabt während der Projektlaufzeit und hier auch wirklich voneinander gelernt, uns immer wieder ausgetauscht und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das die Zukunft ist, also dass das auch nur sein kann. Ja, es kann bei den Herausforderungen, denen wir allen gegenüberstehen und bei der geringen Zeit, die wir dafür zur Verfügung haben, wenn wir jetzt natürlich wieder zum Beispiel ans Pariser Klimaabkommen denken, ja, da kann es nicht sein, dass sich jede Kommune alleine auf den Weg macht, sondern da müssen einfach die in manchen Bereichen schon weiter sind, die anderen mitnehmen. Diese Kooperationen, die finde ich ehrlich gesagt auch ganz, ganz wichtig. Und genau bei diesem Smarter Together Projekt ist es so gelaufen. Also die eine Kommune war vielleicht bei der Mobilität schon ein bisschen weiter vorne, die andere dafür irgendwie bei Teilen der Infrastruktur, Beleuchtung oder sonst irgendwas. Und genau dieser Austausch funktionierte da aber vollkommen institutionalisiert und es war eben auch Teil des Programms, dass man sich hier zusammenschließt und sozusagen ein gemeinsames Voranschreiten auch entsprechend dokumentieren musste. Und es ist da sehr, sehr gut gelungen. Das sind übrigens auch jetzt nach der Projektlaufzeit auch enge Netzwerke entstanden, von denen wir heute noch profitieren. Und genau das muss natürlich das Ziel sein, ja.
dass es hier einen Anstoß gibt und dann laufen alle gemeinsam in dieselbe Richtung weiter. Ja, vielleicht kurze Ergänzung meinerseits, also kann ich voll unterschreiben. Tatsächlich ist es so, wir haben, also wir, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, dieses Thema Eurocities, das Netzwerk. Wir versuchen darüber natürlich jetzt noch verstärkt, also jetzt in meiner Amtszeit ist mir das schon sehr, sehr wichtig zu schauen, wie kriegt man europäische gute Netzwerke hin. Wir haben tatsächlich es auch versucht, jetzt, oder das läuft gerade noch stärker an, über unsere Städtepartnerschaften, gerade im europäischen Raum, da nochmal auch stärker die Verbindung zu suchen, insbesondere auch nach dem Brexit mit UK und den dortigen Kommunen. Aber ich habe gerade diese Woche noch mit unserem französischen Partner aus Rouen gesprochen, mit dem Bürgermeister dort. Wir versuchen da jetzt ein kulturelles Projekt nochmal gemeinsam voranzubringen und uns auch an den Förderkulissen dann nochmal zu orientieren. Dasselbe machen wir auch hier in Niedersachsen mit Hildesheim beispielsweise, unserer Nachbarregion, Nachbarkommune. Und das ist meines Erachtens auch der richtige Ansatz. Ein weiteres Thema, das uns jetzt in den nächsten Jahren noch stark begleiten wird. Also ich bin da sehr noch ein bisschen im Fokus auf diese Pandemie und wie entwickeln wir uns danach weiter, weil das meines Erachtens echt auch große Chancen bietet. Wie stellen sich Städte nochmal neu auf? Wir haben hier in Hannover ein Thema der autofreien Innenstadt, also die Weiterentwicklung unserer Innenstadt, sie stark aufzustellen, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und gleichzeitig eben auch das Thema Klima, soziale Fragen, gesellschaftspolitische Fragen dann noch mit zu vernetzen. Das war vor meiner Wahl 2019 im November schon ein Riesenthema und hat meines Erachtens noch total durch diesen Brandbeschleuniger Corona eben noch an Dramatik und auch an Bedeutung gewonnen. Und ich glaube, da sind wir eben in Hannover oder in München auch nicht allein. Der europäische Vergleich zeigt, viele europäische Städte stehen vor ähnlichen Herausforderungen, sehr, sehr vergleichbaren Fragestellungen. Und ich finde, wir brauchen das Rad da im wahrsten Sinne des Wortes nicht neu erfinden. Wir können uns da sehr gut vernetzen. Und das muss man, finde ich, auch der stärkere Fokus sein. Die europäischen Städte sind der Raum, wo wir Innovationen nach der Krise implementieren wollen und müssen. Und das wird der Startschuss sein, wie wir, glaube ich, mit der Europäischen Union da richtig auch Hoffnung verbreiten können. Und das muss der Fokus sein, meines Erachtens. Wenn ich das noch ganz kurz ergänzen darf, also ich glaube auch gerade, was in der Frage da auch anspielt, diese transnationale Zusammenarbeit, das ist natürlich auch so eine Sache, wo ich glaube, wo die Europäische Union auch unbedingt noch nachlegen muss, das zu befördern, dass sozusagen Grenzregionen, jetzt zum Beispiel Bayern, Österreich, eine Zusammenarbeit funktioniert, aber was ist mit Tschechien zum Beispiel, also das ist, dass man da sozusagen, dass da Barrieren nicht künstlich da sind, sondern da eben auch noch gegenseitig eine Befruchtung stattfindet und eine Zusammenarbeit. Und da ist es auch Aufgabe der Europäischen Union, da besser dafür zu sorgen. Da habe ich immer wieder auch mal entsprechende Mails bekommen oder auch bitten um mehr Zusammenarbeit. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, oder nicht nur Grenzregionen, sondern was ich auch ganz spannend fände, wäre den Fokus zu legen eben auch auf ja mehr oder weniger natürliche Zusammenschlüsse. Ja, Metropolregionen. Der Leon hat es schon gesagt, ihr geht da bei euch stark rein, aber bei uns ist natürlich auch so, ja, der Verkehr, die Luft, die Klimaanforderungen, das Wohnen, also all die Herausforderungen, die haben ja nicht wir und dann hören sie an der Stadtgrenze auf, sondern die haben eben genau alle Umlandgemeinden, weil das natürlich auch sich alles nicht aufhalten lässt von gezogenen Grenzen, genauso. Und da wirklich zu sagen, da kann man sich dann eben auch mal als entsprechende Metropolregion oder als wirklich fachlich thematischer Zusammenschluss mit der gleichen Herausforderung entsprechend bewerben oder auch reinhauen. Das fände ich ehrlich gesagt auch noch was in Zukunft viel stärker und dann aber auch einfacher möglich sein müsste, weil solche Kooperationen sind momentan ja wirklich noch sehr, sehr schwierig. Also wenn ich da kurz anschließen darf, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ich denke mir, wenn man ein bisschen anguckt, wofür die Grünen sich da so einsetzen in diesem Bereich, bei Verkehrswende, dem Themenbereich Städte, Gemeinde, da gibt es die Idee natürlich auch Nachhaltigkeitscheck bei EU-Investitionen in Mobilität zu machen, aber eben auch so ein EU-Portal für Projekte zu Stadt- und Nahmobilität zu machen und zu schaffen, wo dann eben man eben von verschiedenen Orten in Europa auch drauf gucken kann und dann entsprechend einen Austausch machen.
Also ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist. Regionale Bahnprojekte, grenzüberschreitend als Alternative zu sinnlosen Großprojekten zum Beispiel, dass man das besprechen kann. Oder einen besseren Lärmschutz durch Flüsterbremsen für Züge und Vorgaben für Flughäfen. Das ist ja auch etwas, was man europaweit machen kann und angehen kann. Stärkung der Passagierrechte für alle Verkehrsträger, solche Sachen, dass man sowas auch entsprechend besprechen kann. Und da auch entsprechend EU-Gelder wirklich zielgerichtet einsetzen kann. Also ich glaube, dass dieser Verbund, diese Metropolregion, die da zusammenarbeiten sollte, auch auf europäischer Ebene, das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidender Punkt eben, weil man aus der Stadt fährt und dann hören die Probleme ja nicht auf und man muss aber irgendwie auch zusammenarbeiten, damit man gemeinsam dran arbeitet und nicht da nur mit Scheuklappen in seiner kleinen Gemeinde dann bleibt. So, wir haben schon viel über Lernen von anderen Städten gesprochen, vielleicht so als kurze Runde noch zum Schluss. Was sind denn so Vorbildstädte vielleicht, die ihr auch im Kopf habt, immer wenn ihr bei bestimmten Politikfeldern, vielleicht auch bei Nachhaltigkeit, wo ihr euch mal orientiert oder wo ihr auch schon wart? Das würde mich noch interessieren, wo ihr da manchmal auch so Ideen rausholt. Als Umlandgemeinde von München reicht es manchmal schon, einfach nur nach München zu gucken, aber wo guckt ihr denn sozusagen hin? Vielleicht Belit zuerst, ja. Also leider war mir das Reisen als Oberbürgermeister bisher noch nicht vergönnt. Also ich habe den Großteil meiner Amtszeit als Corona-Oberbürgermeister einsam in Zoom-Konferenzen gesessen. Aber selbst das war eine gute Möglichkeit, immer wieder mal über den Tellerrand zu schauen. Also wir versuchen natürlich in Hannover auch ein gutes Vorbild zu sein. Das hatte ich ja gerade schon angesprochen, gerade das Thema Verkehrs- und Mobilitätswende angeht, kann man aber, finde ich, in Europa insgesamt sehr intensiv sich gute Beispiele anschauen. Gerade das Thema Radverkehr, Ausbau von ÖPNV, da gibt es, finde ich, allen Teilen europaweit sehr, sehr gute unterschiedliche Beispiele. Also da ist es schwer, so ein Beispiel rauszupicken, aber die Niederlande und natürlich auch die skandinavischen Länder sind aus unserer Sicht auch wegen der Vergleichbarkeit vielleicht der Struktur der städtischen Räume, wie sie in Hannover gestaltet sind, einfach gute Möglichkeiten, mal zu gucken, was funktioniert hier nicht, was kann man übertragen. Ein anderer Punkt ist, und da wollen wir tatsächlich auch in gewissem Maße Vorreiterin sein, ist dieses Thema Kohleausstieg. Also das brennt mir echt tierisch unter den Nägeln, weil wir gerade dieses Thema nicht nur ohnehin schon sehr präsent haben, sondern auch mit einer BürgerInneninitiative hier sehr, sehr stark gerade vorantreiben in der Stadt. Und ich hoffe, dass wir da hier ein gutes Beispiel auch vielleicht für andere Kommunen abgeben können. Aber das wird, das hatte ich ja gerade schon gesagt, einfach, wenn man sich das Finanzvolumen anschaut, nicht nur über die kommunale oder hannoverische Stadtkasse irgendwie zu stemmen sein. Dafür ist das eine zu große Zukunftsaufgabe und einfach auch viel zu kostenintensiv. Ja, meine letzte Reise ging, das war eben auch nicht mehr als Bürgermeisterin, logischerweise. Ich war auch ausschließlich Corona-Bürgermeisterin, bislang ohne die Möglichkeiten zu reisen. Aber meine letzte Reise war im Wahlkampf und die ging eben auch nach Kopenhagen mit kurzem Zwischenstopp in Hannover. Da habe ich schnell ein Bild gemacht und dem Belit geschickt, damit er dann eben auch für die Stichwahl die entsprechende Unterstützung hatte. Wir kennen uns ja leider nur digital und noch gar nicht persönlich. Ich so viel Unterstützung erhalten habe, dafür nochmal danke. Aber in Kopenhagen war ich nicht nur wegen der Mobilität, obwohl das da natürlich immer so ein bisschen das Vorzeigeprojekt ist, die Radinfrastruktur, die ich natürlich auch sehr, sehr genossen habe. Aber Kopenhagen hat sich vor 10 Jahren schon auf dem Weg in die Klimaneutralität gemacht. Und das ist natürlich ganz spannend, weil die an verschiedensten Eckpfeilern daran schon arbeiten und wir in München jetzt einfach nachziehen. Und ich konnte mir dort sehr, sehr gut erklären lassen, in welche Richtung das gegangen ist und vor allen Dingen auch, wie die Zusammenarbeit mit den verschiedensten Stakeholdern dort funktioniert, weil eins ist auch klar, Klimaneutralität funktioniert nur, wenn die verschiedenen politischen Ebenen, aber eben auch alle in einer Stadt zusammenarbeiten. Und da habe ich mir dort viel Input geholt. Ansonsten sind Vorbildstädte für mich gern mal französische Städte.
Und zwar deswegen, weil die einfach so schnell sind in der Umsetzung. Und da bin ich häufig neidisch. Da wird einfach eine neue Tram-Infrastruktur innerhalb von ganz, ganz wenigen Jahren geplant und über die ganze Stadt gezogen. Und in kürzester Zeit können französische Bürgerinnen und Bürger davon profitieren. Und die erste Reise jetzt dann nach Corona vermutlich wird nach Wien gehen. Die ist schon geplant, auch da mit viel Austausch mit anderen Kommunalos, in dem Fall allerdings dann auch einer Landeshauptstadt, die gleichzeitig Bundesland ist. Von daher ist es immer nicht ganz so vergleichbar. Aber natürlich auch hier sprichwörtlich Vorbildkommune im Bereich bezahlbares Wohnen. Also das sind immer so die Bereiche, in die ich gerne gucke, auch nachhaltig gucke, auch immer wieder im Austausch bin. Und ich denke da auch dort das Rad nicht neu erfinden, sondern von den Besten jeweils lernen. Und falls irgendjemand auch mal gerne nach München gucken möchte, dann sehr gerne, Leon, aber auch sehr gerne, Belit, alle herzlich willkommen, wenn wir endlich wieder reisen können. Ja, cool. Ja, das macht so richtig, also wenn man euch jetzt zuhört, dann macht es so richtig Lust, weiterzuarbeiten. Wir hatten ja auch Grips Kommunalkongress und dann sieht man an so vielen Orten in ganz Bayern, wo endlich mal was vorwärts geht, weil wir bei der Kommunalwahl ja doch einige Leute in Verantwortung gebracht haben. Also das macht richtig Spaß. Das gibt mir jetzt auch für diesen Sonntagabend richtig Schwung nochmal. Jetzt vielen Dank. Die Fragen sind alle vorgelesen. Ich gebe zurück an die Henrike. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Bitte, Henrike. Wir hören dich nicht, Henrike. Das Mikro war noch an, war noch aus. Jetzt da bin ich wieder. Ja, herzlichen Dank. Die Fragen sind sozusagen schon durch. Ein bisschen Zeit haben wir eigentlich noch, gell? 10 Minuten, glaube ich. Aber das ist natürlich so eine Frage, nur um ganz kurz zu ergänzen, weil ich gerade aus Brüssel berichte. Seit dem 11. Mai, dabei ist das Zentrum der belgischen Hauptstadt ja verkehrsberuhigte Zone. Und das fand ich auch sehr spannend. Das war hier vor Ort auch sehr inspirierend, wie sowas gehen kann und durchaus auch langfristig. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, ich danke euch sehr, sehr herzlich für euren Input. Und ich habe auch mitbekommen natürlich und kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass ihr auch viele Kritikpunkte sozusagen an der Europäischen Union auch formuliert habt, beziehungsweise was da wirklich besser zu machen geht. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil es geht ja nicht nur um Schmusekurs, sondern genau darum, wie man da besser zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, per se ist schon auch immer etwas zu sagen, wenn man sagt, diese Regelungsflut und diese Behördendschungel, der da zum Beispiel mit Beantragung von Finanzierung. Da ist aber auch die Deadlines, ist total nachvollziehbar. Und man muss aber auch immer wieder darauf hinweisen, da wird dran gearbeitet, dass das verbessert wird. Und auch gerade die Grünen, wir versuchen das ganz, ganz stark auch zu machen. Aber es ist natürlich auch eine gute Sache, dass es per se so eine Finanzierung auch gibt, auch wenn es immer noch besser zu machen geht und auch ganz, ganz wichtig ist. Das ist ganz klar. Und ich glaube, insgesamt war schon auch heute sehr zu sehen, EU-Politik betrifft uns Bürger in allen sehr vielen Bereichen, Mobilität, Klima, Schutz, wirklich bis in den Alltag hinein. Eine digitale und ökologische Transformation vor Ort braucht eine kommunale Infrastruktur, die das kann und das kostet auch Geld. Wir haben die Herausforderungen mit der Corona-Krise, auch zusätzlich mit der Gewerbesteuer, mit dem Einbruch. Also das ist klar, dass das wirklich aufgefangen werden muss und entsprechend werden muss. Und der European Green Deal, das ist das, was wir in Brüssel eben als großen Plan für die nächsten Jahre auch oder Jahrzehnte auch auf dem Schirm haben, der kann natürlich nur dann zu einer Erfolgsgeschichte werden, wenn eben genau die verschiedenen politischen Ebenen da zusammenarbeiten und gut ineinander verzahnt sind. Das heißt, was wir heute machen, genau so etwas da, so einen Input direkt mitzunehmen und dann eben auch auf so einem High Level sozusagen von euch als Bürgermeister, Oberbürgermeister ist sehr, sehr wichtig und bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Und klar ist, das hatte vorhin Belit auch nochmal angesprochen, dieses Problem, die Nationalstaaten müssen natürlich auch ihre nationalen Pläne zügig und ambitioniert aufsetzen. Das ist natürlich eben auch etwas, wo es immer wieder holpert, also auf europäischer Seite wir machen und tun und dann kommt auf nationaler Seite entweder eine Verzögerung zustande oder eben kleine andere Stolpersteine. Was da ganz wichtig ist, ist eben, dass das Kriterium Klimaschutz da höchste Priorität ist und da groß angesetzt wird. Und die Europäische Kommission muss natürlich auch die Nachhaltigkeit dieser nationalen Pläne kritisch prüfen und die Umsetzung der Pläne dann überwachen.
Das ist natürlich auch wichtig, das ist klar und ein komplizierterer Prozess. Aber was wir ganz dringend brauchen, ist lokale zivilgesellschaftliche Initiativen als Träger dieser Transformation, kommunale Akteure. Und da ist natürlich klar, dass genau sowas nur zusammengeht als gesellschaftliche Bewegung. Deswegen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, liebe Katrin und auch lieber Belit, für eure Zeit und Gedanken. Auch wenn nicht alles beantwortet wurde, gedanklich nehme ich alles mit und danke euch sehr dafür. Und wir sind tatsächlich bei der letzten Veranstaltung der Europawoche angekommen. Herzlichen Dank, lieber Leon, für die exzellente Moderation, auch als Experte in diesem Bereich. Und ich freue mich sehr, dass heute Europatag ist und wir gemeinsam trotz aller Kritik natürlich auch wissen, dieses Projekt Europa müssen wir weiter gestalten, weiter dran arbeiten. Und das geht nur, wenn wir das alle gemeinsam machen. Deswegen ganz herzlichen Dank auch an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an euch, die ihr zu Hause wart. Es gibt online nochmal so ein kleines Gewinnspiel zu Europa zum Schluss. Da gibt es auch nochmal was zu gewinnen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Interesse und freue mich, wenn ihr und Sie und ihr weiterhin an Europa interessiert seid und wir gemeinsam dafür kämpfen. Vielen, vielen Dank.